Jetzt haben wir den Kreuzschalter mit den drei Schraubklemmen unten verdrahtet. Und zwar, wir müssen noch oben die Schraubklemme auch noch verdrahten. Hier nochmals wiederholt. Hier haben wir die braune Leitungsader. Ist dann zweiter Abgangsklemme, also B2. Dieser Draht geht dann zum zweiten Wechselschalter. Hier oben sehen wir nochmals den Aufbau der Kreuzschaltung. Hier in der Mitte haben wir A1, das heißt die erste Eingangsklemme des Kreuzschalters. Dieser kommt hier vom korrespondierenden des ersten Wechselschalters. Und hier die dritte Klemme, das ist die erste Abgangsklemme des Kreuzschalters und dieser geht dann auch zum zweiten Wechselschalter. Die Schrauben sollten wir festziehen. Je locker eine Schraube ist, desto mehr Übergangswiderstand haben wir an dieser Verbindungsstelle. Das kann dann zu einer Erwärmung führen und dann auch zu einem kompletten Brand führen. Deshalb sollte man immer diese Verbindungsklemmen, egal an welchem Ort, ob es in der Verteilung ist, ob es hier in dem Kreuzschalter ist, immer festziehen, nochmals kontrollieren und natürlich, wenn wir diese Ansteckklemmen haben bei den elektrischen Betriebsmitteln, die sind natürlich noch optimaler. Die sind dann, wenn wir es dann reinstecken, dann ist es schon fest genug drinne. Und hier sind die aber mit Schraubklemmen. Deshalb sollten wir unbedingt die Schrauben genug festziehen, damit kein Übergangswiderstand entsteht. Erstens und zweitens, dass dieser Draht nicht in der Bedienung des Schalters irgendwie sich löst und dann einen Kurzschluss verursacht. Hier in dem Schalter wird es keinen Kurzschluss geben, aber zum Beispiel in einer Steckdose könnte zum Beispiel ein Kurzschluss entstehen. Im Schalter entsteht jetzt kein Kurzschluss. Dennoch sollte man diese Schrauben dann genug festziehen. Dieser Kreuzschalter, den können wir jetzt, ich habe selber hier bei den bekannten Online-Plattformen gekauft, den jeder kennt. Und im Jahre 2024 ist es kaufbar und preiswert. Also es ist noch im Markt vorhanden, der Kreuzschalter. Und diesen Kreuzschalter können Sie, unten ist ein Link zu diesem Online-Plattform. Dort können Sie nochmals draufklicken und Sie gelangen dann auf die Internetseite von diesem bekannten Online-Plattform. Und dort geben Sie dann in die Suchzeile oben Kreuzschalter. Also Sie gelangen allgemein von diesem Link zu Elektroinstallationsmaterialien. Und wenn Sie dann oben Kreuzschalter in die Suchzeile eingeben in dem Online-Plattform, Online-Shop-Plattform, und dann auf Suchen drücken, dann werden Sie auch dieses Produkt dann, was ich hier einbaue, dann auch finden, was auch sehr preiswert ist und in Deutschland natürlich auch zugelassen ist, ist schon alles sicherheitsmäßig überprüft und zugelassen. Also können Sie den Kreuzschalter auch einbauen. Aber wichtig hier zu erwähnen nochmals, diese Arbeiten, die Elektroinstallationsarbeiten, sollten immer von ausgebildeten Elektroinstallateuren ausgeführt werden,
Denn Laien können sehr viel Fehler machen und dies kann dann zu Schäden führen an Gegenständen, an Sachgegenständen und eine Gefahr für Lebewesen bestehen, wenn eine ordentliche, ordnungsgemäße Elektroinstallation nicht ausgeführt wird. Dies kann nur ein ausgebildeter Elektroinstallateur ausführen. Dieses Video dient nur zu Informationszwecken. Jetzt haben wir hier oben, sieht man auch eine Schraube. Dort haben wir jetzt die zweite korrespondierende vom ersten Wechselschalter angeschlossen, den schwarzen Draht. Hier sind keine Verbindungsstellen. Hier sieht man auch keine Schraube. Hier ist eine Schraube und unten sind drei Schrauben, Schraubverbindungen. Jetzt haben wir alle verbunden, alle Drähte verbunden und die Schrauben festgeschraubt, festgezogen. Und hier sieht man auch so eine Kerbe hier und drüben. Und hier so ein Stift, hier ist so ein Stift. An die müssen wir dann diesen inneren Teil dann reindrücken, reinschieben. Und hier sind die beiden Schrauben, die hier eingesetzt werden, um jetzt die Abdeckung, die Wippe dann auch die äußere Abdeckung draufzusetzen und dann die Wippe einfach reinzudrücken. Nur wichtig dabei ist immer hier, dass wir die Adern nicht, die Drähte nicht verletzen, die Isolierungen der Drähte nicht verletzen. Und bei 1,5 mm Quadrat sind die Leitungsdrähte sehr biegsam. Und hier sollten wir dann an diese Kerben dann auch diese beiden Stifte, die hier rausragen, dann auch reinsetzen. Und diese Verdrahtung von elektrischen Bauteilen erfordert immer Übung. Je mehr man Übung mit diesen Verdrahtungen hat, desto routinierter und einfacher geht das dann voran. Ich schraube es nochmals fest. Oben habe ich festgeschraubt, unten die drei habe ich auch festgeschraubt.